bin Frank Debertin und in der Band habe ich den Part des Horny Frankies. Unsere Evil Elvis-Truppe gibt es jetzt schon viele, viele Jahre. Das ist so ein Langzeitprojekt von Andy Ralle und mir. Und sozusagen der letzte Versuch der alten Herren, nochmal in die Charts zu kommen. Also um an euer Mitleid zu appellieren, kommt vorbei, wir brauchen die Kohle. Die Band ist so nach verschiedenen Charakteren benannt, die halt eben in der Story von dem Evil Elvis, der aus der Hölle zurückkommt, halt eben einen tollen Platz finden. Und da bin ich halt eben der Horny Frankie. Ja, eigentlich letzten Endes von meinen Eltern natürlich mitgenommen. Also meine Eltern waren auch doch sehr Elvis-affin. Ja, doch, kann man doch durchaus sagen. Also da habe ich das auch schon mitgenommen. Und ich habe das zwar lange Zeit aus den Augen verloren, habe da mit den Songs relativ wenig zu tun gehabt. Ich habe dann die Idee aber sehr gut aufgenommen, als Frank damit kam: Mensch, das sollten wir eigentlich mal machen. So ein bisschen Elvis-Songs, weil wir hatten nach den Bangles, die wir vorweg gemacht haben, hatten wir überlegt, was machen wir jetzt mal Neues. Und da wäre halt das eine Idee gewesen, meinte er, diese Elvis-Geschichte auch nochmal etwas zu verrocken, eben das ein bisschen in unserem Sinne schön zu machen. Aber 2010 bin ich sozusagen auferstanden und bin aber schon lange, lange vorher Elvis-Fan gewesen. Also seit dem Tode sozusagen, seit 1977 bin ich Elvis-Fan. Und ja, ich habe zu Hause auch immer schon gerne die Lieder mitgesungen, wenn ich mich so zurückerinnere. Aber ich sag mal, meine Eltern haben mein Talent nicht erkannt. Und ja, irgendwann bin ich dann halt gedacht, ich müsste Musik machen, weil ich so gerne singe. Habe ich irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Und so ging das dann los zu Hause. Und irgendwann bin ich dann halt, wollte an Elvis seinen 30. Todestag erinnern, bin mit der Klampfe in die Innenstadt von Hannover. Und so ging es dann los. Ja, und ich habe dann Applaus gekriegt und ich habe keine Buhrufe gehört. Und dann habe ich das Jahr darauf nochmal gemacht. Und so ging das dann langsam los. Irgendwann auf einer Familienfeier aufgekreuzt und es war immer nur Daumen hoch und ja, so habe ich dann weitergemacht und Thomas ist ja jetzt authentischer Elvis-Imitator. Sagt er manchmal auch, die und die Nummer mache ich nicht, die ist mir zu wichtig, oder ist er da offen und macht jede Nummer mit euch? Nee, tatsächlich, da sprichst du was an, dass wir eine Nummer, nämlich die wir mit den anderen Kollegen schon im Programm hatten, bearbeitet hatten, arrangiert hatten, umarrangiert hatten, er gesagt hat, so würde er sie nicht machen wollen. Die Gründe sind mir jetzt gar nicht klar, aber da haben wir auch nicht lange drüber diskutiert, haben gesagt, okay, du stehst ja vorne, du musst das verkaufen. Wenn du da jetzt irgendwie keinen Zugang zu findest, zu dieser Rhythmik, oder wir haben ja die Nummern zum Teil sehr verfremdet, das muss man schon sagen. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt so froh sind, dass wir eben einen authentischen Elvis da vorne stehen haben. Wir haben das ja probiert eine Zeit lang mit einem Hardrock-Sänger. Das war natürlich auch eine Möglichkeit, sowas zu bearbeiten, aber wir haben einfach festgestellt, dass die Leute die Titel nicht mehr erkannt haben. Bildzeitung, Schlagzeile. Wir machen einen Musikwettbewerb. Niedersachsen goes rock. Rockbands können sich bewerben. Das ging über PPC, diesen Musikladen da in Hannover.
Und da habe ich Carsten mal gefragt, Mensch, wo wir da nicht einfach mal was hinschicken. Wir hatten vorher eine CD aufgenommen. Nee, CD, sagt man. Die MC, Musikkassette, gab es damals. Damals gab es noch keine CDs. Bei Stefan Grujic hier von Matic ein Demo gemacht mit 4 Songs und haben gedacht, ja, was soll das rumliegen? Schicken wir doch einfach mal hin, das Ding. Und ja, irgendwann klingelte bei Carsten dann das Telefon. Ich glaube, so war das, ja. Besetzung seit 1990, also in der sogenannte Mark II nennen wir die immer, also ist quasi die zweite Besetzung von Kelly Wilde und die ist seit 1990. Ne? War ziemlich genau ein Jahr. Ja, ja. Davor waren halt seit 87, glaube ich, da war aber noch ein anderer Schlagzeuger dabei, René und war auch damals ein Keyboarder auch. Ja, ne? Genau. Und wieder mal lernen sehen, okay? Oder so. Das war, glaube ich, das erste Album war durch, dann kam das zweite Album, das habe ich ja noch mit aufgenommen und danach irgendwie war dann so die Entscheidung, was machen, ging gerade beruflich so ein bisschen, dass ich mich da ein bisschen weiter orientiert habe und habe mich dann erstmal für den Beruf entschieden. Musikmäßig war es halt so, dass Anfang der 90er eigentlich diese Hardrock-Schiene, was wir gemacht haben, völlig am Absaufen war. Entweder man machte härter und lauter, Oder Grunge oder sowas so, und das war dann vorbei. Einfach auch nicht mehr meins. Das sind also auf der neuen Scheibe, da sind teilweise ganz alte Songs, die haben wir bevor Stevie bei Kelly Wilde war, beziehungsweise in dieser ganz alten Besetzung 86, 87, ja. Da sind ein, zwei Songs entstanden, die haben wir jetzt halt verwurstet, ne? Genau. Ja. Und auch so in der Trio-Phase, ne? Mhm. Das war auch so, so 2005, 6, 7 irgendwie das war auch so, einige, ne? Das war so die Motown-Level-Phase, wo es ein bisschen funkiger wurde und sowas, wo wir da versucht haben, als Trio was zu machen. Oder auch gemacht haben, sind ja auch viele Songs entstanden, aber die sind halt eben auch mit auf die Scheibe drauf gekommen. Es ist also relativ große Bandbreite, was wir an Songs hatten. Ein paar neue sind halt eben auch entstanden mit Stevie zusammen. Die Zeit wieder reif für Hardrock? Ich glaube schon, ja. Och, ich denke schon. Ich glaube, Guns N' Roses sollen in Hannover spielen. Ja. Ich glaube, das Interessante ist, wenn du schaust, die Generation, die mit uns damals mit dieser Musik groß geworden ist, die haben alle natürlich ihren Job und Familie und die sind alle jetzt in einer Phase, wo die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wo man abends nochmal losgehen kann. Und wenn du heutzutage auf Hardrock-Konzerte gehst, siehst du auch viele junge Leute, aber du siehst auch viele aus unserer Generation, die einfach das nochmal so richtig abfeiern und so richtig Bock drauf haben. Ich glaube schon, dass die Zeit, ob sie richtig reif ist, weiß ich nicht, aber das Publikum ist potenziell da, mit Sicherheit. Mucker. Ja? Und die wenigsten Mucker, siehe aber als Elvis Impersonators durch die Welt, die machen was anderes. Und es passiert sehr selten, dass also jemand ein Musiker im Herzen ist und
voll verliebt in diese Elvis-Rolle ist, so wie unser Thomas. Also das ist so eine glückliche Fügung, wo ich einfach denke, das könnte klasse kommen und ich glaube, dass die Leute das sehr mögen werden. Cool, bin ich sehr gespannt. Danke dir. Gerne. Pony Frankie, das war's schon. Danke, Leda. Dann kannst du mit irgendwem tauschen. Mach ich. Fußballbilder. Ja, genau.